Ken kocht einfach schnell und lecker. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine leichte sommerliche Vorspeise. Die Spargelzeit ist vorbei, die Restbestände müssen aufgebraucht werden und ich dachte mir, wir befinden uns mitten in der Erdbeerzeit und wir machen mal was Verrücktes. Was verdammt Leckeres Verrücktes. Wir machen heute ein Gazpacho. Wer oft in Spanien oder Portugal Urlaub macht, wird das kennen. Das ist eine Gemüsesuppe, die nicht gekocht ist, sondern nur püriert wird und kalt serviert wird. Wir wären nicht bei Ken kocht, wenn wir nicht ein bisschen kreativer an diese südspanische Vorspeise rangehen würden. Ich zeige euch, wie man ein super leckeres Erdbeer-Spargel-Gazpacho macht, gleich nach dem Elvis. Für unser Gazpacho brauchen wir eine Salatgurke, die habe ich vorher geschält und in kleine, feine Würfel geschnitten. Dann kommen 400 Gramm Erdbeeren dazu. Den Saft einer Limette, hebt euch die ausgepressten Limettenschalen auf, die kommen später nochmal zum Einsatz. Und einen Teelöffel Puderzucker. Anschließend kommen Gurke, Erdbeeren, Puderzucker und der Limettensaft in eine Schüssel und werden richtig fein püriert. Bevor wir zum Spargel kommen, kommt das Erdbeerpüree nochmal kurz in den Kühlschrank, damit es schön kalt wird. Und dann kommen wir zum Spargel. Wir brauchen 4 Stangen grünen Spargel und 4 Stangen weißen Spargel. Der wird geschält und anschließend gekocht. Und auf keinen Fall vergessen, Salz, Zucker und einen Spritzer Zitronensaft mit ins Kochwasser zu geben. Den weißen Spargel lassen wir ungefähr 8-9 Minuten kochen und den grünen Spargel so 4-5 Minuten. Das heißt, wir fangen mit dem weißen Spargel an und nach 4 Minuten legen wir den grünen Spargel mit dazu. Wir schrecken den Spargel noch ab, schneiden ihn in 2 Hälften. Die obere Hälfte wird in mundgroße Stücke geschnitten, die untere Hälfte verarbeiten wir zu kleinen Würfeln. Anschließend marinieren wir den Spargel mit einem Schuss Zitronen- und Limettensaft. Dazu verwenden wir die ausgepressten Schalen und geben eine ordentliche Portion Puderzucker mit dazu. Schön umrühren und damit können wir auch schon anrichten. Das war's, meine Vorspeise für den Sommer, ein Erdbeer-Spargel-Gazpacho, abgefahrener Geschmack. Ihr müsst das probieren, ihr müsst das nachmachen und schreibt mir in die Kommentare, was das für ein abgefahren geiler Geschmack ist. Ihr werdet ihn lieben. Der Hammer, Gurken, Erdbeeren, Spargel, Puderzucker, zusammen eine Bombenkombination. Schreibt mir in die Kommentare. Und Abo, Like, beides zusammen und haut rein.